Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Forest! Yeah! Mit dem Victim of Games, der Hanni, und ich grüße euch, dem Phoenix Darku, der Christian. Hallöchen! Tag, Leute! So, ja, schön hier am Feuer. Die Würste mal ein bisschen aufwärmen. schon wieder übelst, das ist ein übelst Gedankenspiel schon wieder. Ja, naja. So, hauen wir noch mal ein paar Geldscheine rein, kommen wir Hamster hier. So, schön. Oh, die Puffis ist ins Feuer. So, ich brauche erstmal ein Reh. Guck mal hier. Das muss man wieder schiffen. Christian im Übrigen, unser neuer Mitspieler. Jo, ich bin der Quoten-Wessi. Ich hab gedacht, wir brauchen mal einen, der so, naja, so ein bisschen durch ist. Und eine Zierscheibe. Ja. Also. Weil wir ja schon nicht durch genug sind. So, okay. Oh, ich muss mal erstmal unser Projekt nochmal angucken, was wir hier gebaut haben. Das. Ach ja, Mensch, müssen wir. Ich komm mal mit hoch. Ich will auch gucken. Sieht so porno-mega geil aus. Voll fett bist darin, boy. Alter, genial. Und hier oben ist. Ey, jetzt muss man wieder schiffen gehen. Wir brauchen wieder Wasser. Ja, ja. Hau ab, Rabe. Hier sind mir schon wieder keine Pisse drin. Und es stürmt schon wieder wie Sau. Ja, bei mir ist schön. Ach, guck mal. Nee, ist das. Haben wir das sehr gut gemacht. Ah, hier stehen die Fallen draußen. Ey, sind das neue Bäume? Oder ist das wieder dieser Bug? Dass die wieder weggehen, wenn ich näher komme? Das ist bestimmt bei dir nur so. Bei mir stehen hier keine Bäume mehr. Ja, bei mir stehen die immer irgendwie noch. Das sieht so idyllisch aus. Und jetzt gehe ich hier hin. Und weg sind sie. Buck, ja. Buck. Buck. Ich weiß halt nicht, ob mir die Bäume hier mal stehen lassen, die Jungen hier, weißt du? Ob die groß wären, aber ich glaube es bald nicht, weil da, weißt du, wie die Stumpen dann hier überall rumstehen? Nee, die lassen wir auf jeden Fall mal stehen. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt trotzdem noch ein paar Fallen bitte hier oben hin. Ich möchte noch bitte. Wir sind jetzt eh mal zu dritt. Christian, also du musst eine Axt in die Hand nehmen und auf die Bäume eintreschen, dann kommt Holz raus, weißt du? Und dann kannst du die Baumstämme aufheben und kannst die zu den Blueprints bringen. Was möchtest du denn überhaupt für Fallen? Noch nicht wirklich viel in The Forest gestartet, aber das würde ich auch gerade sonst so hinbekommen. Ja, ne, ich wollte dir das als Botaniker mal ein bisschen erklären. Wie. Mhm. Alles klar. Alter. Yay. Oh, das sieht cool aus. Das probieren wir mal. Ich mach kaum einen Schlag, schon hat er schon wieder Durst. Das gibt's doch nicht. Baumfällen ein bisschen weiter weg. Ich glaube, ich mach das mal so bei dir in der Nähe, ne? Ja, ja. Ich da jetzt gerade mal so ein bisschen ab. Hä? Mein Gott, das gibt ja einen richtigen Donnerschlag, wenn der Baum fällt. Ja. Hack. Der Phoenix hackt. Irgendwie. Hack. Hau das hier gerade nicht hin bei mir. Moment. Kann die eine Falle nicht bauen. Warum? Mit dem Stein die Falle, die kann ich nicht setzen. Okay. Was, die, wo sie so hochzieht, oder was? Nee, die kann ich bauen. Ja, warte mal, ich leg mal das Holz hier schon mal hin. Ah, ich höre schon ein. Hör mir auf. Bleib mir fort. Ja, du kannst Exe! Sterben, ne? Also ich würde aufpassen. Das sind gleich drei. Oh, leck mir doch am Arsch. Komm zu uns. Panik! Also ich stell jetzt nochmal so ein Ding hin, wo sie reintreten, wo sie hochgezogen werden. Das ist mit dir nicht in Ordnung. Oh, mir fehlt ein Seil. Ja, komm, ey, immer auf den neuen. Schnauze, ja! Christian, bist du schon tot? Noch nicht. Oh, ich bin kurz davor, ich sehe schon rot. Wo ist er denn? Der rennt weg. Golle, komm her! Unten in der Apotheke ist Medizin, ne? Ja, warte mal. Nee. Apotheke kennst du ja, oder? Wo ist der? Der ist schon runter, oder Christian? Der ist Ach so, weil dann hätte ich jetzt Dingsbums gegeben. Ich hab da einen Haufen mit. Ich muss mich gerade mal in Sicherheit bringen. Ich muss gerade mal gucken, ob ich selber. Ich hab eben mal gar nichts gerade. Ah, Metz. Jawohl. Alter, jetzt hat's ganz schön geleckt. Nee, bei mir bis jetzt noch nicht. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen zufrieden. So, ich hol mal schnell noch ein paar Fische raus hier. Jo.
Oh, hier ist doch schon wieder die Birte. Titten! Titten raus, es ist Frühling! Juhu! Ach ja. Oh, du Bitch! Hallo. Ich bin gleich tot. Oh. Ich räche dich. Ah, ich bin tot! Die Fotze! Entschuldigung für den Ausdruck. Oh Gott, mein was? Gott, ich versuch was. Komm her, komm her, komm her, ja! Da ist eine Falle reingelaufen. Schnell! Ey, komm zu mir, ich bin tot! Wo Alter, bist denn du? Typen. Schnell! Ich seh dich nicht, wo bist denn du? Ja, ja, ich seh dich. Ich komm. Ich bin schon dabei. Danke, und hier stehen noch zwei. Gottes Willen. Rette sich, wer kann. Wir haben eine in der Falle. Sehr schön. Gut, da kommen noch weitere fünf. Fünf Stück! Ja, Alter, guck mal. Die hängt ab. Die hat eine Dose gespawnt. Ein Zombie hängt am Klossenpfeil. Alter, ich geh erstmal weg hier. Boah, ich hab Durst. Erstmal ganz schnell weg hier, weil das ist schon wieder zu viel. Komm her! Komm! Ach nee, ich muss ja erstmal Medizin nehmen, ich blödes Schwein. Ich folge dir erstmal unauffällig. Ja. So, was kommt? Alter, die werfen hier Feuerbälle! Was ist mit dir nicht in Ordnung? Alter, ich hab's nicht gesehen, wie krass. Ach, das ist der Fackeltyp, ja, das ist, der kann, Feuer werfen, der zündet dich an. Oh, ich bin schon wieder tot, das gibt's doch nicht. Ich komme! Hallo! Alter, das geht gar nicht! Gut, der mit der Fackel ist down. Ich bin fast tot. Danke, ja, warte, ich geh, ich, oh. Alter, was geht denn ab? Das ist alles in Christian seine Schuld. Ja, da kommst du als Neuling rein, willst dich ein bisschen hier umgucken. Geht's dir gleich hier ranglos. Aber die anderen sind jetzt abgehauen. So, wir nehmen eine Medizin. Es geht nur ab. Okay, ihr People. Muss ich erstmal wieder Medizin ein bisschen herstellen hier. Meine Güte. Ja, geht ganz schön voran hier, ne? Ein Glück, dass ich einen Haufen Vera am Mittag mit dabei hab. Hast du noch ein Seil einstecken? Ich? Ja. Negativ. Ach, wir brauchen noch ein Seil. Was mache ich denn? Ich drücke mal rechtsklick, ich blöd. Hä? Ach nee, ich bin blöd. Leider auch nicht mit denen, ich hab gar nichts. Hab ich noch ein paar Molotow-Cocktails? Bau mal noch so eine Flammenfalle, bitte schnell. Ja, ja. Ich versuche mal hier hinten noch irgendwie... Baumfeld! Hinten laufen sie schon wieder, die backen schon wieder übers Rum, die Kunden. Hast du noch so eine Leiterplatte? Ja. Müsste ich noch haben. Hier. Ja, hab ich. Ich komm. Christian, guck mal kurz hier. Merkt ihr das mal bitte? Hier ist eine Falle. Merkt ihr das mal kurz hier oben? Das sieht aus wie auf dem... Also ich kenne mich da aus, ne? Also ich laufe immer in die Fallen rein. So. Oh, Diet. Na gut, das sieht man im Dunkeln. Das leuchtet wenigstens. Dunkeln. Aber nicht im Hellen. Das war vorher aber noch nicht, oder? Keine Ahnung. Ja, aber das ist jetzt echt ganz schön pervers geworden mit den Kunden, ohne Mist. So, fehlt nur noch ein Seil und ein Stamm. Ein Seil, warte mal, da müsste ich mal... Ganz cool, die waren höflich, die haben mich gleich erstmal begrüßt, ne? Ich bin neu. Hallo? Ja, vor allem, die Birda, die ist ja richtig verrückt geworden. Man hat der eine Baum gehabt, man hat nur zwei Stämme gebraucht, oder was? Kommt drauf an, wie groß die sind, glaube ich. Lachhaft. Ach, guck mal, hier liegt doch die Tussi. Kannst du dir gleich mal Essen holen, Christian? No, kann ich machen. Ich zerhack die dir schon mal ein bisschen. Alter, nee. Was ist denn? Hack doch mal zu, du Blödmann. Die Axt ist doch sowas für ein Arsch. Müssten wir die andere Axt doch finden, ey. Alter, hier ist schon wieder einer. Hier ist schon wieder... Ey, das gibt's doch gar nicht. Baumfell! Zwei Stück sind hier schon wieder. Was?
konnte gerade mal ein Reh einsammeln und dann sowas. Du kriegst einen Dorsch, oder? Ja. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Boah, scheiß Ausdauer. Jetzt gehen sie wieder. Die hauen wir ab. Alter, nee, das gibt's nicht. Hält der Baum auch irgendwann mal? Ah, jetzt. Zack, erstmal den Hasen da schlagen. Ein Seil, warte mal. Ich geh mal schnell rüber ins Dorf, da hängen bestimmt... Ja, da müssen bestimmt noch ein paar hängen. Jetzt bei Baumstämmen ist die Sicht auch ganz schön eingeschränkt. Das ja, nicht wohnen, wenn ich mal in so eine Falle reintappe. Du musst dann immer ein bisschen schräg laufen, so weißt du, so ein bisschen quer. Wo brauchen wir noch Holz? Ja, eigentlich nicht mehr, wir bauen aber noch irgendwo noch eine Falle kleiner hin. Also schmeiß ich das jetzt einfach mal hier so... Alter, genau. Was? Ach, das gibt's doch gar nicht. Weiß nicht. Ja, schon wieder so ein Verbrecher hier. Verbrecher? So ein Gauner. Oh, fuck. Alter, wie schwer ist denn das geworden? Der rennt mir hinterher. Ich kann kaum irgendwas machen. Ich bin Alkoholiker. Komm her. Alter, jetzt komm her. Jetzt ist da genau das eine Holz bei die Bombe hingefallen, kannst du das hier? Vorsichtig. Oh, da hat wieder eine Dose gedroppt hier. Bei dir droppt die immer mit Dosen, bei mir droppt da... Oh, eine Echse. Vielleicht sollte ich auch mal ans Dorf gehen, damit ich überhaupt mal Equip habe. Ich habe ja gerade, ich gucke so auf I und sehe... Nichts, außer Tuch in der Mitte. Nichts, ja. So ist halt echt. Nichts, N-U-S-A-T, nichts. Heißt nicht. Das heißt nichts. Nichts. Also hier kann man alles fressen, was hier rumhängt, oder wie? Ja, aber nicht alles wegfressen. Nee, ich meine, ja. Ist dann wie bei San Andreas, irgendwann fängst du das Kotzen an. Ja, hier ist nichts mit Seilen. Oh, durch. Immer draufhauen. Nee, ich weg kann. Ich hab gerade Oen totgeschlagen, den hänge ich jetzt erstmal auf. Lorsch ist Rüstung, ne, weißt du. Wo ist er hin? Ja, das weiß ich. Draußen veranstalten sie schon wieder Demo. Also hier sind keine Seile. Okay, ich habe den Lurch verloren, habe aber irgend so einen Spacko gefunden. Den man erstmal voll eingewichtet. Ja, aber ja, kann es immer nur schnell weg. Schnell weg einfach nur. Wo ist der Lurch hin? Oh, haut er nicht immer ab. Boah, was ist los, Alter? Wie aggressiv sind die Kunden geworden? Ja, übel, oder? Brutal. Wo ist meine Tür? Hier. Alter. Oh, jetzt. Ich hab da so eine Idee. Ich stehe ja hier drüben. Hallo, hier hinten. Es sieht schon cool aus, dass wir die da oben so unser Fort ausgeweitet haben. Jetzt könnten wir über die Bäume links rüber noch einen Steg hoch machen. Das wäre doch auch eine Maßnahme, oder? Der ist gerade voll im Ausrasten, ne? Wo ist denn hier der Vorhol? Ich glaube, ich bringe mal ein paar Blueprints an. Guck mal, der hackt die Bude kaputt. Wow. Ausgerechnet jetzt. Ja, komm her, lauf rein. Sag Bescheid, dass er da gerade was Brennendes runterschmeißt. Ja, ich stand direkt daneben. Da passiert nichts. Lässt du vielleicht mal die Tür in Ruhe? Wir kaufen nichts. Du Bastard! Hey, da hat ein Arm getroppt. Cool. Kopf. Yeah. So, ja, soll ich mal noch ein paar Blueprints anbringen? Ja, mach nur, was du willst. Ah, wir hatten jetzt schon wieder das Wachitori. Ach, ich war das, scheiße. ja, wollt ihr euch schon mal wieder um Holz kümmern? Ja, warte mal, wir müssen erstmal irgendwie eine Holz-Dings suchen, wo man gut Holz... Es wird dunkel. Ja, ihr müsst irgendwo hin, wo man mit dem Loxlet hinkommt, ne? Ja, prima. Die Loks kriegen wir nicht da hoch, oder wie? Ja, doch schon. Fahrt die doch außen rum, oder? Ich komm gleich... Ich muss erstmal schnell was essen, ich komme gleich selber mit. Ja, ich muss gerade mal Pflanzen noch schnell einsammeln. Falls mal wieder... Rammelt hier ein Hase hinterher, der will mich ruckeln. Ich muss ja auch noch Essen aufhängen, wartet mal. Ich habe schon wieder was aufgehangen, gerade. Ja, ich habe auch ein Reh geschlachtet.
Ja, ich hab's mit den Rehen, die wollen nicht so. Die sind irgendwie schneller als ich. Ja, da brauchst du den Speer am besten. Ja, da hab's sogar einen gefunden gehabt. Also so ein Stückchen. So einen modifizierten Speer. Okay, hab ich nee. Der ist extrem schnell. Hab ich nee. Hab ich nee. Aber wir ja, gehen nee. Dann auch bald mal auf Tour mit dir, dass du auch ein bisschen was ins Inventar reinbekommst. Ja, definitiv. Oh, Hase. Da ist schon wieder einer. Ach, ich hab ja auch noch einen Topf einstecken. Ja, bau den mal mit noch an den Dingsbums dran, bitte. Das ist ja, Baum. Das war ja der von mir. Weil ich konnte ja nicht mehr aufheben, wo ich das Wasser abgekocht habe. Ja, ich mach den mit einem Baum dran, ja? Mach am besten irgendwo, wo wir am schnellsten mit drankommen. Ich habe jetzt gerade den einen schon leer gemacht. Ja, ja, nämlich gleich hier den Baum. Den lassen wir. Da würde ich gerne oben eine Plattform... Ach nee, das war auf den anderen da drüben. Ach ja, also. So, liebe Leute. Oh, das Feuer ist auch schon wieder weg. Warum bleibt denn das nicht? Das ist doch sowas zum Kotzen, ey. Wir haben so viel vor. Wir wissen gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen. Wie hänge ich denn da was auf? Mit C. Musst du so lange... gucken. Bis, hat mal jemand noch zwei Steine? Ja, wo bist denn du? Stimmt, warte, ich muss. Oh, ne, die ganzen, zünd mal bitte ganzen an. Dinger sind kaputt. Unsere ganzen Wände, Alter, die haben ganz schön gut daran gearbeitet. Spaß nicht. Ich hab die nicht eingeladen. Ey, das ist doch zum Kratzen. Was fehlt da jetzt noch bei den Topf? Ach, Seil. Wir brauchen Seile. Wollt ihr vielleicht dann mal... Naja gut, jetzt ist es Nacht, das ist jetzt ganz schlecht. Was läuft hier? Hin. Mein Gott, ein Reh. Angst. Ich mache in der Zeit Blueprints dran und ihr stolpert mal in irgendein Dorf. Wie bitte sollen wir wieder hier wieder die Arschlöcher sein, die uns wieder hier das Leben kosten? Ich komme dann in der Not. So, warte mal, wie mache ich denn das jetzt am besten? Ja, mit Blueprints. Oh, hier ist schon wieder. Da. Guck jetzt mal oben. Ach, das ist wieder so ein Baum. Hier kriege ich wieder nichts dran. Ja, aber warum nehmen wir die Bäume nicht hier drüben? Auf der linken Seite am Ufer. Ja, ja, können wir machen. Dann glitzert schon wieder irgendwas. Läuft da hinten schon wieder so ein Kunde rum oder was? Nein, so. Geil. Ja, wir gucken mal hier. Das. Wir müssen echt langsam mal wieder auf Erkundungstour gehen, dass wir wieder Zeug finden. Das ist Fakt. Ah, ich höre schon wieder was. Ich kann hier gar nicht in Ruhe. Wo ist denn jetzt die blöde Plattform? Ah, hier. Stehst du? Da. Wo baust du hin? Hier links rüberwärts. Nicht? Ja, mach. Ich hab gedacht, hier so dran und jetzt von da drüben bis hierher eine Brücke. Ja, ja, mach nur. Ja, klingt cool. Ich, ja. Im Dunkeln trau ich mich ja keine 5 Meter aus der Basis hier raus. Ja, das geht ist, hast du Feuerzeug an, ja. Ach, das wäre ja auch mal eine gute. Ne? Voll der Schisser, der Christian, Alter. Ihr habt doch nichts. Ich das unten schon wieder lese, 14 Bäume schon wieder. Warte, warte. Ja, ja, ich warte auch. Ich bin nicht fertig. So. Und jetzt ach, da darüber. Wieso so, treffe ich in den Baum nicht? Ach scheiße, ich kann ja gar nicht. Leute, wir brauchen unbedingt Seile. Das würde auch cool aussehen. Boah, das wäre auch geil, Alter. Von hier oh, Alter. Nach hier. Da oben kommst du schon wieder. Oh. Guck mal, wie findet ihr das? Ja, schön. Oh. Ich sehe gerade gar nichts. Aber ich habe schon wieder irgendwo das Licht gesehen. Die Tür ist ja auch lustig, ne? Eingebaute Türsteher. Wollen wir das so machen? Was war das? Das, das ist so ein Typ, so ein Grauer. Alter. Der ist ein bisschen aggro. Ja, ja, sieht gut aus. Ich muss mal was essen.
Alter! Hm. Alter! Hm. Fuck. Die haben das Ding hier eingerissen. Die reißen hier alles ein. Wie, was, wo? Hier! Die haben unsere Dings eingerissen. Mauer? Nee, ja, die Plattform, die kleine. Die kleine Plattform, ja. Mauer, aber die sind gerade an der Mauer dran. Hey! Ja, schmeiß mal was raus. Alter, hier geht's gerade voll ab. Was ist denn nicht in Ordnung mit den Kunden? Zwei Graue stehen hier draußen. Oh, der hat mir gerade voll eine mitgegeben. Alter, und die hören sich an. Übel. Ich schau's gerade, ich seh's so. Ich komm. Naja, wir gehen mal ganz rein, würde ich sagen. Alter. Nee, komm, am besten wir gehen hoch. Weil die machen ja unsere ganze Base hier unten zur Sau, solange wie wir hier sind. Wenn sie uns nicht mehr sehen, dann hauen sie einfach ab, oder wie? Ja. Ja, dann bein ihn an. So, weißt du, hier einmal speichern. Hey, wie haben die das kaputt gemacht? Ja, das stand so ein bisschen in der Mauer drin, anstatt die Mauer kaputt zu machen, haben sie die Plattform kaputt gemacht. Ah, diese Entenpisser. Hanni, kommst du mit hoch? Ja. Ja, da stand der Ostwind drauf, dann nehme ich an, dass sie das als erstes angegriffen haben dann. Die Mauer. Weil die sind ja voll am Durchstehen. Ach, ich... Bild doch mal. Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude. Kein Wasser, nichts. Ich könnte auch hier schon wieder. Ja, was würde ich jetzt für eine Armbrust geben? Cool. Cool da hinten. Ach, wie toll das blinkt, unsere Bombe. So, ich nehme mal schnell ein Schlückchen. Sieht hier oben aus? Ein Water Shelter? Ja, nichts drin. Collector, nichts drin. Hier. Seile waren im Cockpit, nicht auch Seile drin? Es ist ja nicht weit, da kann man ja mal hingehen. Ja, aber ach, in der Nacht kannst du wirklich überhaupt gar nicht raus. Nee, gar nicht mehr. Und vorhin der eine, der hat mich ja brutals verfolgt. Der ist mir voll hinten ins Genick reingesprungen. Ja, vor allen Dingen die zwei Typen, die haben mich vorhin so dermaßen weggeboxt. Ich habe keinen Stich mehr gesehen. Echt krass. Also wir müssen unten jetzt auf jeden Fall auch noch Fallen hinbauen. Also... Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal ein kleines Folgenpäuschen. Ja, treffen wir uns oben im Baumhaus, oder? Ja, machen wir das so. Da. Tja, liebe Zuschauer. Alter, was geht mit dir? Schon mal hier runtergefallen? Doppelte Schraube. So, also Leute. Viel ist nicht passiert, aber ihr habt ungefähr schon so im Augenwinkel, was wir alles vorhaben. Ne? Also wir werden unsere Base in die andere Richtung noch ein bisschen erweitern. Weil wir haben jetzt Zuwachs bekommen und eventuell kriegen wir dann vielleicht noch einen vierten Spieler dazu, aber das dauert noch ein Stück und ja, da brauchen wir natürlich Platz. Versteht sich ja von selbst, oder? Auf jeden Fall. Das kann man echt laut sagen. Ja, wir hoffen natürlich, euch hat's gefallen. Lasst ruhig mal ein Like da oder schreibt auch mal ruhig in die Kommentare. Und wir freuen uns über alles. Also über die negativen Sachen. Ist klar. Nee, ist ja egal. Kritik ist ja immer erwünscht eigentlich. Genau. Sei doch nicht wieder so, du Kunde, Junge. Spacko. Also Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut, bis dahin, euer Oswin. Ciao. Ciao, Leute.